du. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Star Wars Outlaws. Beim letzten Mal ein bisschen sind wir Nebenmission nachgegangen, haben Auftrag abgegeben und ihnen geholfen. Pike. Den Pike ist negativ aufgefallen. Jetzt sagst du wieder hier. Also, danke. Hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Ionenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern, aber ohne den kommst du da nicht rein. Ich kann meinen Blaster umbauen. Mach ich seit Jahren so. Ich brauch nur die Teile. Weißt du was? Ich habe einen Kontakt, einen Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke, danke. Ja, ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Und Kay, ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. In der Region waren wir noch nie. Hallo! Guck mal, was er so hat. Ist mir momentan. Na gut, so vielleicht nächstes Mal. Reiß in den Sieb. Deswegen lassen wir das mal hier. Aus echtem Wunder. Ich erkenne auch. Hey, bist du Belo? Danke, schickt mich. Ah, ja. Ich habe gehört, dass du kommst. Ah, da. Was brauchen wir? Okay. Habe ich vorhin nicht drauf geachtet. Und nicht weiter geschaut. Toll. Und hast du ein paar Iongehäuse für Blaster? Bist du neu in der Gegend? Sowas ist illegal. Nur die Syndikate haben solche Geräte. Oh, alles klar. Wacker, ich brauche was Inoffizielles für meinen Blaster. Das wirst du stehlen müssen. Entweder von den Pikes oder Crimson Dawn. Wenn sie dir vertrauen, lassen sie dich auch in ihr Gebiet rein. Aber wenn nicht... Dann still und heimlich. Verstehe. Okay, von wo nehmen wir das mit? Wir gucken uns einmal um, was wir hier in der Nähe haben. Die mögen uns gar nicht. Und hier haben wir... Gibt es hier noch eine weitere Ebene? Jetzt hier sind wir. Okay, gleich rechts. Und dann noch gleich rechts. Ja, aber da komme ich durch, oder? Hier? Nein, da kommen wir auch nicht hin. Dauert noch ein Weilchen. Hab's gleich. Das sieht vielversprechend aus.
Das muss Crimson Dawn-Territorium sein. Oh, da riecht was rauchig. Hm, was holen wir uns? Nehmen wir das von Wild? Ein Che Moskat, bitte. Hey, sieh dir das an. Wow, das riecht toll. Ah, ich glaube, das wächst alles hier auf Tashara. Lass uns essen. Du zuerst. Ah, besser als Brams Fisch mit Grütze, hm? So viel Aroma. Hey, Kompliment an den Koch. Hm, ja, sieht nicht ganz fertig aus. Ich habe eine Idee. Machen wir irgendwann noch mal. So, jetzt. Das ist wieder alle, bitte. Ach. Gleichzeitig süß und rauchig. Mm, köstlich. Was ich ungünstig finde, dass manchmal ist dann in den Rotoren gezeigt und doch der Kontrolle. Bist du jemals nicht hungrig? Mach's gut. Oh, kenn ich, Kumpel. Kenn ich. So, wir sind hier, das sind 36 Meter. Kommen wir da rein? Sie, wer? Die, von der ihr Lehrer gesprochen hat. Okay, was? Sei doch nicht so laut. Sie kommt uns direkt an. Mhm. Nichts gesehen. Ja. Aber. Nicht, wir wollen. Hey, Wacker. Wo lagert Crimson Dawn wohl ihre Blasterteile? Ich habe gehört, die haben ein ganzes Lagerhaus voll mit Diebesgut. Wenn das stimmt, dann werden die Teile wohl dort sein. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Nee, da kommen wir nicht rein. Jede Menge Laufkundschaft.
schalten nicht aus. Du musst sofort umkehren. Okay. Es war so leicht. Wirklich? Meine Zone ist sicher. So, wie kommen wir denn dahin? Wo ist es denn? Wo hält sich denn der Blaster, das Blaster-Teilchengerät auf? Ich würde es da oben versuchen. Nee, das ist es nicht. Ich muss ein Stückchen weiter. Ich habe alles im Blick. Er konnte es kaum erwarten, alles zu erzählen. Jetzt sind wir hier. Grundsätzlich. Pikes sind so leichtgläubig. Keine Ahnung, wohin. Fehlt mir hier ein bisschen die Möglichkeit, dann auch weiterzugehen, weil hier, wenn da hoch, da oben lege ich mich gleich mit zweien an. Das ich ist ein bisschen. Bei der Kantine vorbeischauen. Nur noch ein kleines bisschen. Nicht so gut. Wir gucken uns mal hier oben an. Ob wir hier eine Möglichkeit finden. Auch nicht. Wenn diese Schicht vorbei ist, da geht er raus. Wo müssen wir da hinten hin? Hey, das war schon hinten nicht verkehrt. Ups. Ich bin gewillt, das in den anderen Bereich zu suchen. Das muss aber hier hinten sein. Wir kommen der Sache schon näher. Und hier finde ich irgendwie. Das wird ein guter Tag. Ich könnte bei der Kantine vorbeischauen. Alles ruhig. Wir haben bestimmt, was du brauchst. Mal verkauft, aber dann sind wir gestorben, dann hat es doch nicht so gut funktioniert. Und das brauchen wir wieder. Nicht ganz, aber einen großen Teil davon. Da oben können wir nicht hin, weil die mögen uns nicht. Da es aber viele sind. Ich glaube, die Treppe, da war ich noch gar nicht. Wir kommen der Sache schon näher, aber es geht halt nicht weiter. Mal sehen. Alles unter Kontrolle. Ich möchte gerne hier reinkommen. Ich denke mal, das wird da ganz gut funktionieren. Glaub mir, das willst du dir ansehen. Lüge nicht. Jede Menge Laufkundschaft. Du wirst nicht glauben, was er verraten hat. Amateur. Man könnte schlechtere Arbeit. Mach mal Platz! Okay. Da sind halt zwei, die einen gleich angucken. Angreifen. Bald gehört die Stadt uns. Zeit, sie abzulenken, Nix. Lenken wir alle beide ab. Und nur einen davon. Was ist das denn für ein Ding? So viel zu tun, so viel zu tun. Hey, kusch, kusch!
Sowas passiert auch nur mir. So, hier komme ich gerade gar nicht weiter, deswegen versuche ich es mal bei den anderen. Ich muss mein Blaster aufrüsten. Halte Abstand! Also gut, weitergehen. Kommen Sie und sehen Sie sich um. Das war als der Hauptmann erschossen worden. Nein, da ist nichts. Aha. 150. Das Ganze wird auch wieder mehr das andere. Tauschen Sie Ihre Kredits gegen Qualitätsware. Hey, Wacker, irgendeine Ahnung, wo die Pikes ihre Ersatzteile lagern? Kein Glück mit Crimson Dawn. Lass das mal meine Sorge sein, ja? Okay, okay. Ich habe meinen Job für Gorak erledigt und einen Blick in den Unterschlupf werfen können. Das war, bevor sie mich gefeuert haben. Es gibt eine Sicherheitslücke. Such nach einem Luftschacht. Gefühlt ist hier eins in der Nähe. Hier sind aber auch sehr viel. Geduld ist nicht meine Tugend. Also gut. Blasterteile. Wir nehmen alles mit, die mögen uns schon nicht. Und war Gold wert. Ich hab das Teil. Hast du eine Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich hab was Besseres. Auf der Bahnbrecher gibt's eine Werkbank, die ich zum Laufen gebracht habe. Außerdem habe ich das Schiff zu einem richtigen Dock in einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht. Da ist das netter, bequemer. Na gut. So. Du hast nichts gesehen. Lauf weiter. Alles in Ordnung. Ja, so grob ist nicht gut für den Rücken. Wo
schreibt mir bitte in die Kommentare, ob wir denn die Herausforderung mit den Datenteil beibehalten lassen wollen oder ob wir das nicht mehr machen. Wir sollten wieder zurück. So dachte ich mir es auch bei der anderen Mission. Hey, hast du vielleicht was Nettes hinten im Lager? Und wer bist du? Ich heiße Kay Vess. Schön für dich. Aber ich rede nur mit Freunden. Okay. Dieser Teil der Stadt ist gar nicht so ähnlich. So, ich möchte jetzt raus hier aus der Stadt. Ich weiß nicht, ob das andersweise richtig ist. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob wir hätten schnell reisen können. So sieht unser Leben jetzt wohl aus. Was nix? Wir sind allein. Also komplett allein. Mit einem Todesball. Aber wir können es loswerden. Wir brauchen nur genug zum Überleben, bis wir einen großen Coup landen. Dann hält uns niemand mehr auf. Nie wieder. Dann sind wir gemachte Leute. Vielleicht kann es gehen. Ist da jemand? Bitte, wir wurden von Piraten angegriffen. Hört mich jemand? Sowas hat mir schon mal gehört. Wir haben nicht vor allzu langer Zeit zwischengespeichert, denn aktiv habe ich es gar nicht gemacht. Okay, zum Glück sind wir jetzt hier. Jetzt müssen wir mal zurück und genug gelaufen, nix? Versuchen das dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist der Fall. Wir sind ein Stückchen weiter und wissen, dass wir da die Gegner sehen können. Ich habe die wir beschützen dürfen. Das war vorher nicht so. Ich meine, wir waren hier schon. Ich werde schnell reisen können. Ja, und aus Hoffnung. Hier hat Wacker also die Bahnbrecher hergebracht. Wow. Sieh dir mal das Schiff an, Nix. Wacker war fleißig. Wacker, hast du das echt alles ganz allein geschafft?
Mhm. Harte Arbeit, die sich aber auszahlt, wenn diese Schönheit durch die Atmosphäre dahin gleitet. Ja, sicher. Willst du jetzt diese Einspritzventile? Nein, nein. Behalt die mal lieber noch ein bisschen. Teure Teile lernen hier gerne mal das Laufen. Da ist die Werkbank. Sehr gut, was haben wir noch? Da fehlt wieder ein bisschen was. Haben auch einiges dann zu verändern und verbessern. Puh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Blaster wäre dann soweit. Willst du mir jetzt diesen Auftrag geben? Ja, Belo meinte, dass du bei ihm warst. Ich schickte den Fundort des Lagers. Verschaff dir Zugang und nimm alles mit. Alles klar. Das schaffe ich. Gut. Komm nach Jauntas Hoffnung, wenn du fertig bist. Okay. Sehr gut. Das machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und gerne bis zum nächsten Mal. Und wir haben noch einiges uns anzugucken, denn hier gibt es noch ganz viel, was wir noch so rausgefunden haben oder gemacht haben in der letzten Zeit. Und was wir dann noch alles so, dem noch alles so nachgehen können. Naja, demnächst dann. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye.